Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Raft. Wir sind hier auf einem Wrack gelandet. Ganz interessant, auch hier ist eine Kiste für uns. Glasplanke, Metallbahn, Rezeptfischen, Topf, Kletterpflanzen, Clipper und so weiter. Das war eine ordentliche Kiste. Hier ist aber jetzt stockdunkel. Ich werde jetzt da noch einmal kurz runtergehen zu unserem Floß. Einmal eine Mütze Schlaf holen. Kann ich hier gleich runterspringen? Theoretisch? Nein, hilft nichts, weil da hinten ist ja unser Floß da hinten. Werde uns kurz Licht verschaffen, sozusagen. Und dann werden wir hier weiter erkunden. Einen Eintrag haben wir schon bekommen. Auch Maschinenteile, was auch immer wir damit bauen können. Sehr interessant. Und ja, ich spring mal. So, nach Möglichkeit genau auftauchen. Und nach Möglichkeit punktgenau aufs Floß springen. Sehr gut. So. Einmal gepflegt schlafen gehen, da können wir uns gleich was zu essen gönnen. Sehr gut. Zum Frühstück gibt es einen leckeren Eintopf. Sehr brav. Und gleich auch mit neuem Ton. Boah, ich sollte auch wieder mal Ton sammeln. Wieder 4 weitere Schüsseln bauen. Genau. Würde sich tatsächlich anbieten. Ein bisschen Clipper. Das Rezept kann ich wegschmeißen. Hoppala. So, was haben wir da? Da fehlt was. So, warten wir noch. Dann gehen wir rauf. Uns einen Schnappi holen. So, der Eintopf ist auch fertig. Sehr gut. Essen wir gleich nochmal ein bisschen Suppe. Und was nehmen wir? Hier, Makrelen. Haben wir auf den Grill. So. Wieder zurück. Und Gemüse. So und so. So und so. Dann können wir gleich einen Eintopf wieder kochen lassen nebenbei. Sehr gut. Dann sind wir soweit verpflegt. Wasser noch ein bisschen. Also unseren Durst stillen. Machen wir wieder voll. Auch hier füllen wir wieder auf. 2, 3. Nanu? Ah ja, geht schon. 4. Und einmal noch. 5. Dann schaue ich ganz kurz. Ist schon geschmolzen alles? Ja. So. Dann kann ich auch gleich noch eine Flasche basteln. So. Ich werde auch gleich nochmal hier den Seetang. Hoppala. Das wollte ich gerade nicht. Das Essen wäre schon schön zu behalten. Den Seetang noch zu Clipper verarbeiten. So. Und noch eine Flasche herstellen. Kunststoff fehlt. Wer hätte das gedacht? Kunststoff herstellen. Passt. Jetzt können wir die Tasse nämlich auch wieder hergeben. Habe ich die jetzt hingeschmissen? Hinten, glaube ich. Na, ich werde eine noch hier hin platzieren. Na, würdest du? Danke. So, dann passt es wieder. Jetzt haben wir wieder die Bequemlichkeit. Jo. Gut, wir sind einigermaßen versorgt. Essen habe ich mit. Eine Kokosnuss werde ich noch schnell essen. Oder 2 vielleicht. Ja, genau. So ist gut. Dann probieren wir wieder unser Glück. Solange es noch hell ist, ne? Und hüpf. So. Hüpf. So. Perfekt. Ah, doch nicht perfekt. Hüpf. So. Sehr gut. Jetzt aber. So. Wir können da nicht rein. Das ist ein bisschen ärgerlich. Um ganz genau zu sein. Es muss doch eine Möglichkeit geben. Hier ist noch eine Tür. Von innen verriegelt. Warum? Kann ich dann hier... Hier kann ich bestimmt rauf. Warte. Jawohl. So. Gut. Vielleicht gibt es da noch irgendwie einen anderen Eingang.
von innen verriegelt auch. Ist das eine mutierte Ratte? Oh mein Gott. Will ich jetzt schon wieder sterben, oder was? Oh Gott. Oh Gott, das ist echt nicht lustig. Hier wäre ein Schrank zum Verschieben. Hier ist echt irgendwie keine Möglichkeit, dass man rein kann. Jawohl. Da haben wir eine schöne Liege. Da wären so geile Sachen drin. Womit kann ich hier rein? Es muss doch möglich sein, dass hier eine Tür offen ist. Aber gar nichts offen, ey. Kann ich das zerstören, das Glas? Wieder eine Ratte, ne? Kann ich das mit einer Axt zerstören? Hm. Und ganz oben? Kann ich nochmal rauf? Wird wahrscheinlich gehen. Ja, oder vielleicht doch nicht. Na, warte mal. Hm. Warte mal. Okay, das war zu spät. Okay, das haut nicht so ganz hin, glaube ich. Wow, wow, wow. Okay, ich habe mir gerade gedacht, hä? Bitte nicht runterfallen. Kann ich jetzt nochmal hoch? Nur von drüben, ne? Boah, ey. Mann. So, das klappt schon mal. So. Jawohl, das hat auch geklappt. Ich nehme lieber wieder meinen Speer. Alter. Von innen verriegelt. Ich wäre gleich wütend. Ah, da fällt mir gerade ein. Kann man vielleicht, weil das ist ein Leck irgendwo drinnen, ne? Vielleicht kann man dann von ganz unten irgendwie rein. Dass man quasi wieder tauchen muss und von dort rein kann. Sozusagen. Wow. Okay, das war jetzt zu steil. Wow. 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 Oh Gott. Ging das? Das war ich mir gerade nicht sicher. So mal sicher nicht. So, warte. Jawohl, jetzt bin ich ganz oben. Fast. Kann ich hier noch hochklettern? Wäh. Wäh, wäh, wäh. Kann man hier hochklettern? Da oben war eine Kiste nämlich. Da. Hm. Ja, müsste gehen. Mann, ey, wenn ich nicht so schräg. Jawohl. Huh. So, was haben wir denn da? Glasbolzen Biokraftstoff. Biokraftstoff? Was ist Biokraftstoff? Kann für die Bedankung bestimmter Maschinen verwendet werden. Ach so. Okay, kann ich hier auch noch rauf? Na. Bedankung bestimmter Maschinen. Mhm, vielleicht war das jetzt auch wichtig. Dann probieren wir mal unser Glück. Ob wir vielleicht mit Tauchen was reißen. Weil, da wäre sogar ein Hubschrauber gewesen, ne, wenn du denkst, eine Möglichkeit, einen Hubschrauber zu landen. Ja. Vielleicht. Gelingt es uns ja irgendwie, dass wir hier reinkommen. Wenn wir das hier mal erst in Betrieb nehmen, die Maschine vielleicht. Oder? Haha.
Oder ich muss das ganz anders angehen. Sehen tut man hier halt wirklich nichts. Okay, das war jetzt nur mal so ein Gedanke. Ob ich hier vielleicht hochhüpfen kann? Vielleicht mit Schwung. Jawohl! Uah, um Gottes Willen. Au, 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 au. Uah. Oh. Alter, okay, es würde gehen. Also hier? Okay, es geht. Alter, aber da muss ich jetzt echt... Das Viech ist gemein. Habe ich ihn überhaupt verletzen können? Alter, da ist so dunkel, ey. Puh. Ich brauche eine Stirnlampe. Ich glaube, die sollte ich mir auch noch holen. Also es ist möglich, hier mal reinzukommen. Okay, gut zu wissen. Das ist gut zu wissen. Und ich brauche einen besseren Speer. Es ist auch gut zu wissen. Für Speerli, warte mal. Was habe ich denn da gebraucht? Metallbahn hätte ich 2. Bolzen habe ich 1. Ja, werde ich mir, glaube ich, zuerst noch machen. Kann ich hier rüber? Bitte? Das muss doch gehen. Hier schon. Ja. Schnell nochmal zurück. Aha, hier unten ist auch so ein Maschinenteil. Da. Da habe ich ein bisschen Schiss, dass der Hai kommen könnte. Kann ich hier, ist dann vielleicht hier... Vielleicht ist hier wirklich ein Leck. Sollte ich mich sowieso mal hier kurz umschauen. Was Besonderes ist hier nicht, oder? Schrott wäre hier. Ah. Das könnte noch interessant werden hier. Warte mal, ich muss jetzt mal... Schnell zurück. Ich muss mal schnell zurück einen besseren Speer basteln. Weil gegen diese Riesenratte da sehe ich schon ein bisschen dunkelschwarz. In der Tat. Das bedeutet, Servus. Ah ja, ist klar, ne? Wenn ich jetzt wieder da bin, dann fängt das Viech an zu randalieren. Ist eh logisch. So. Auf jeden Fall die Beute, die wir gefunden haben, muss ich auf der Stelle hier mal... außerdem Biokraftstoff, den kann es sein, dass wir brauchen. Aber hier, einen Bolzen. Dafür brauche ich eine Metallbahn noch. Dann brauche ich noch Seil. Und ich brauche Planken. Das sollte reichen. Gut. Metallspärchen, Hammer. Das Glas wird gehortet. Vielleicht werde ich auch sicherheitshalber diesen Bio-Dings da horten. Weil, wenn ich jetzt noch auf Erkundung bin, brauche ich es derweil eh nicht. Genauso wie ich die Hacke wahrscheinlich nicht brauchen werde. Die kommt jetzt nämlich auch noch schnell weg. Und eventuell brauche ich denn die Haken nicht. Bei den Flaschen bin ich mir auch nicht sicher. Hoppala. Ich glaube, ich werde das so machen. Die tue ich auch noch weg. So. Ich glaube, jetzt kann ich mich einigermaßen sicher fühlen. Essen habe ich mit. Wasser werde ich, weißt was, Wasser werde ich die kleine Tasse mitnehmen. Die fülle ich voll an. Wo ist die zweite? Wenn ich die verliere, ist kein so großes Malheur. So. Speer, gut. Dann noch schnell zum Essen rauf. Einmal dann noch schlafen gehen. Und dann probieren wir dieses, die Stirnlampe muss ich noch mitnehmen, genau. Und dann versuchen wir mal gegen dieses Mistvieh da anzukämpfen, ne? Ich werde jetzt mal einen Lachs, werde ich mir jetzt gönnen.
Den haue ich jetzt mal auf den Grill. Ich hoffe, der wird gar. So. Dann warte ich noch mit dem Essen auf in der Früh. Weil durch das Schlafen jetzt verlieren wir ja was. So. Boah, dann probieren wir das Schwein, wollte ich sagen. Die Ratte, die mutierte, um zu hauen. So, ein Schlückel noch. Unser Morgenwasser. So. Auf ein weiteres Mal, ne? Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. So. Heureka. So. Horuk. Horuk. Na komm. Horuk. Na. Jetzt aber. Na. So, jetzt haben wir's. Sehr gut. So, ein weiterer Versuch. Meine Stirnlampe habe ich jetzt vergessen. Aber ich hoffe, dass es... falsch. Dass es hell genug sein wird. Hier drinnen. Dass wir die nicht brauchen. Aber ich befürchte, ich hätte die... Wow. Mitnehmen müssen. Das ist ein bisschen eine Gecheate hier. Jetzt komme ich nicht mehr drüber, ehrlich. Jetzt mach. Komme ich echt nicht mehr drüber. Oder wie? War das jetzt nur reines Glück? Hä? Doch, jetzt geht's. Ja, die Stirnlampe hätte ich gebraucht. Hier ist schon verdammt finster. Sehe ich ja überhaupt nichts. Scheiße. Ah, da fällt mir gerade ein. Weil ich schlau bin. Kann ich das jetzt hier öffnen? Tatsächlich. Jetzt geht's. Jetzt kann ich sie benutzen. Ja, wenigstens was, ne? So schlau hätte ich vorher auch sein können. Warte, ich gehe jetzt noch trotzdem nochmal zurück die Stirnlampe holen. Ich weiß, ich bin lästig. Aber was soll ich machen? Ich muss. Ich sehe überhaupt gar nichts. Das ist übel. So. Die habe ich jetzt wo? Habe ich die auch hier? Oder habe ich die verloren gehabt? Da, das weiß ich gar nicht mehr. Habe ich die verloren gehabt? Könnte sein. Scheißlich, dann besitze ich gar keine mehr. Dann besitze ich gar keine mehr. Oh, oh, das ist übel. Eine Batterie und Schrott. Ja, werde ich fast bauen müssen. Kupfer, Schrott, Kunststoff. Muss ich fast bauen. Weil ich sehe überhaupt gar nichts. Keine Chance. Also, bauen wir gleich zwei. Und Kunststoff. Bauen wir gleich zwei, ist wurscht. So. Wieder schön zurück. Hilft ja nichts. So, zwei Batterien. Und jetzt brauche ich noch für die Stirnlampe noch mehr Schrott. Wunderbar. Also einmal. Ja, und ach, ich traue mich nicht. Lassen wir es gut sein. Lassen wir die Batterie hier. Passt schon. Gebaut habe ich sie ja, passt ja. So. Boah, ey. Dann halt nochmal, ne? So schön langsam. Kriegt man hier zuständig. Trink nochmal schnell was. Passt. Das erste habe ich leider schon ausgesoffen, aber ich habe normal noch ein zweites. Also sollte ich nicht verdursten. So, jetzt aber. Jetzt haben wir das, was wir brauchen. Hoffe ich. So. Das gibt es ja nicht, dass man das, dass ich das nicht so schön... Dass ich das nicht schön hinkriege. So. So. Da sind wir jetzt wieder. Jetzt werde ich mich versuchen, erst einmal, zack. Achso, ich geschwür das so komisch, ne? Weil es halt, jetzt bin ich schon gewohnt. So.
Jetzt falle ich wieder runter, weil ich jetzt Angst habe vor dem Viech, ne? So. Ruck. Nee. Jetzt könnte es auch sein, dass dieses... Jetzt komm. Lass mich rüber. Das ist ja unwahrscheinlich. Ach, dann gehe ich halt von außen rauf. Wie kann man nur so nerven? Echt. Jetzt muss ich einmal im Kreis herumlaufen. Das kostet mir alles, alles Batterie. Naja, ich sollte mich nicht beschweren. Hä? Bin jetzt wieder verkehrt. Da muss ich mich jetzt schon selber auslachen, wirklich. Was habe ich denn dann aufgesperrt hier drin? So. Geht's jetzt? Jetzt. So, keine Angst. Kein. Schau. Wie blöd tue ich denn jetzt? So. Keine Angst, das wird schon. Das wird schon. Keine Angst. So. Eine Schlüsselkarte, okay. Eine Schlüsselkarte. Hier ist nichts weiter. Gut. Dann hier. Benötigt. Wagenheber, Alter. Du schreckst mich hier. Kann ich das gar nicht töten? Ich tue ja schon. Doch. Alter. Ich muss hier sofort raus. Ich muss hier raus. Benutzen. Alter. Wieso macht er das nicht auf? Alter, was muss man denn machen, um diese Viecher zu töten? Das gibt's ja nicht. Ich glaube, ich habe ihn einmal getroffen. Ein einziges Mal, sonst gar nicht. Dann geht die Tür so langsam auf, dann habe ich sie wieder zugemacht, weil sie so langsam ist, so unendlich langsam. Da kann man ja nichts machen. Boah, das ist so nervig. Oh Gott, ist das nervig. Pfui. Na, das macht keinen Spaß, ehrlich. Das macht keinen Spaß, wirklich nicht. Ah, das ist so nervtötend. Ich kann jetzt nicht nochmal Metallspeer opfern. Buh, das ist echt bitter. Pfui, echt. Na, pfui. Muss ich echt sagen. Das taugt mir gar nicht. Wieder alles weg, ne? Mein ganzer Helm. Alles im Arsch. Alles weg. Das ist so nervig. Ach, scheiß was auf das Licht, echt. Mein Essen weg, mein... Boah. Wie soll man das besiegen? Wie stellen die Leute sich das vor? Das ist nur eine Ratte. Da steigt man mit dem Fuß drauf und weg ist sie, ey. Es ist echt nicht witzig mehr, sowas. Ich weiß, ich habe gesehen, es gibt eine Kugel. Also es müsste mal eine Pistole auch geben. Aber jetzt muss ich jetzt warten, bis ich mal irgendwann eine Pistole bauen kann oder was? Das ist ja ein Schwachsinn. Ich meine, das ist ein Speer. Das ist ein Metallspeer. Da brauche ich nur kitzeln und das Viech ist tot. Ich meine... Meh. Überaus nervig. Überaus nervig. Mann, ey. Und du bist auch nervig. Ich hasse dich, hey. Ich hasse dich, wirklich. Nein, du sollst das nicht trinken. Vollidiot. So. Muss ich schon sagen. Na, jetzt bin ich echt sauer.
bin da wirklich schon sauer. Dieser Kondor zuerst und jetzt noch eine Ratte, die ist klein. Die kann normal nix. In der Natur schon mal nicht. Echt. Die sind sogar noch zutraulich. Ich meine, zutraulich ist die auch auf eine gewisse Weise. Aber auf eine keine besonders schöne. Ach komm. Das reinigt halt auch so 30 Jahre. Na, das nervt wirklich. Das nervt extremst. Soll ich dann davonlaufen oder was? Wie stellen die sich das vor? Voll dämlich. Voll dämlich, echt. Da kann man wirklich nur mehr wahnsinnig werden. Vor allem, ich müsste ja noch ganz nach unten wahrscheinlich. Ganz nach oben, ganz nach unten. Wie stellen die sich das vor? Soll ich mich dann vor die Tür hinstellen und immer auf und zu machen oder was? Keine Ahnung. So ein Giftspray wäre auch nicht schlecht. Ich vergifte alles, fertig, aus. Na. Ah. Komm, werd fertig. Ach. Na, danke. So, bitte. Jetzt probiere ich es noch einmal. Und dann versuche ich, vor der wegzulaufen. Nach Möglichkeit. So ein Mistvieh. Ich habe halt auch überhaupt keine Rüstungsmöglichkeit. Spinnst du? Der Hai ist auch nicht mehr ganz dicht. Das ist ja unglaublich, sowas. Na. Also wenn du da keine Zustände kriegst, dann weiß ich auch nicht. So, du Drecksviech. Die habe ich noch nicht aufgesperrt. Grandios. War das dann die? Wahrscheinlich auch nicht. Auf der anderen Seite drüben wahrscheinlich. Ja. Ach Gottchen. Das heißt, von hier aus wieder raufspringen, probieren. So. Ach. Jawohl, es hat hingehauen. Ich höre das Viech jetzt nicht. Da ist es. Au. Jawohl. Errungenschaft. Beginner Lurker Hunter. Was? Okay. Igitt, da gibt Fleisch? Ach komm. Okay, er braucht gar nicht so viel. Martisch oder Finster? Er braucht gar nicht so viel. Also drei Schläge scheinbar mit der Metalllanze. Ich muss halt besser ausweichen. Okay. Habe ich mir gemerkt. Zumindest versuche ich es mir zu merken. Ah ja, warte. Bevor ich hier weglaufe, aus Panik, auch wenn es dunkel ist, ich werde drüben hier noch schnell aufmachen. Und wenn ich es schaffe, hier brauche ich einen Wagenheber dafür. Hier will ich mal aufmachen, genau. Dass ich hier eventuell leichter wieder reinkomme. Hier drin geht was, oder? Da? Bin mir jetzt gerade nicht sicher. So. So, so und hüpf. So. Zurück zum Floß und schlafen gehen. So, passt.
Das hätten wir ja schon mal. So ein Drecksviech, echt. Also dann, gute Nacht. Und wir beenden den Part. Und im nächsten probieren wir diese Viecher zu töten. Ihr Lieben, ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!